Bimmelimmelim. Möchte ich gerne immer so als... Oh, können wir den Sound nicht nehmen, wenn sich das Türchen öffnet? Bimmelimmelim. Damit begrüßen wir dich, Timo, zu deiner nächsten Editing-Session. Ich find's gut, dass wir die ganze Zeit mit Timo sprechen einfach. Hallo. It's beginning to look a lot like Christmas. Warum hast du zwei Tassen? Weil ich aus einer Wasser trinke und aus der anderen Glühwein. Hm. Na, Timo, freut es dich, das hier zu sehen? Sorry. Tut mir leid. Dann müssen. Brauchst du nochmal Hilfe, Cindy? Also am Anfang vorne sind meistens so Geschenkpakete und dann rechts stehen die Parfums. Und dann findest du so ein bisschen Duschgel und sowas eher links. Und dann bist du mitten im DM drin. Timo, kannst du daraus bitte einen Clip machen oder so? Oh mein Gott, er ist zurückgekommen! Gott sei Dank, da ist er ja! Das Mehl ist in dem Schrott und die Flasche an. Gut, dass wir das nochmal machen, alles. Wieso? Ach, Timo, das wäre alles rausgekoppt gewesen. Timo besser als das. Ja, ja. Den nehmen wir. Timo, die drei. Die drei. Tja, Timo, doch nicht die drei. Doch nicht die drei, Timo. Wir haben vergessen, dass Silvi nicht aufstehen darf. Wenn du jetzt schon angefangen hast, die drei zu schneiden, sagst du wie you. Wir finden uns echt ganz gut sympathisch. Wir machen Schokokekse mit Zimt. Ach. Die junge Timo hat hier mit echt Arbeit, allein sich das Ganze anzugucken. Sorry. So ohne Protokoll ist das richtig scheiße. Ja. Ich meine, wir haben ja gerade eben schon allein irgendwie 3 Stunden aufgenommen. Das muss er sich halt komplett durch angucken. Ja, ist jetzt einfach so. Okay. Das, also, nein, sorry. Sondern? Na, ich habe ihm einmal heftig in die Nüsse gehauen. Oh! Fuck, hab ihm getreten. Ist das Treten wichtig? Nein. Das ist meine gesamte Character-Arc, dass ich trete. Ach mein Gott, du hast ja recht. Oh lol, stimmt, das wusste ich ja damals aber gar nicht. Aber ich habe das gelesen und dachte mir, okay, ich trete. Das war der Ursprung. Character Development. Also ich sehe die große Elf-Revolution nächstes Jahr als Story passieren. Das sind ja Untaten, die da, also Arbeitsplätze, wir werden sowas von der Gewerkschaft gründen. Okay, dann freue ich mich auf nächstes Jahr. Und dann ist das alles. Wird richtig. Oh, dann können wir ein Jahr lang Jolly ist dann tot. Lassen, die ich versucht habe, ihr zu verklickern, dass ihr nicht verknallt bin. Ja. Ist auch schön. Die Kekse sind inzwischen schon gut abgekühlt und weil man das so macht. Verdammt! Nein, die Kekse sind kühl! Was tun wir jetzt? Zünd sie an, zünd sie an! Okay! Na, alles umsonst. Mach den Ofen nochmal an. Oh, Türchen 1. Ihr macht euch auf den Weg in die Küche. Ihr seht, die Kekse haben die perfekte Weiterverarbeitungstemperatur. Oh! Was? Convenient! Das ist quasi Temperatur gegendert. Und in diesen Tassen ist nicht mehr Glühwein. Was ist los? Timo, ist mir leid. Das ist die Idiot. Das ist keine perfekte Temperatur. Ja, wir sollten wirklich weitermachen. Okay. Hm? Ihr kommt in die Küche. Jerry ist auch ganz aufgeregt, weil er zum ersten Mal Kekse dekorieren darf. Wir können nicht weiter drehen. Und ich wollte die Kekse mit dem Pfoten. Ja! Lass das jetzt nicht alles fallen vor Aufregung, Mann! Mach doch jetzt nicht dies! Mach doch jetzt nicht den hier! Wir müssen jetzt dekorieren! Was ist das für eine Shitshow? Ich sollte nie wieder die M. Okay. Wollen wir eine neue Aufnahme machen, oder? Nein, nein. Nein. Gut. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Türchen, nur Gelächter. Ja. Top. Outtake. Mhm. Okay. Schon der Hauptcontent. Ihr kommt in die Küche und... Ach, zum vierten Mal. Ja, es tut mir leid, ich auf. Das ist ein guter Outtake, kommt in die Küche. Ach, zum vierten Mal. Oh Mann.
Mann! Da will man Timo einen Gefallen tun und immer wieder vernünftig einsteigen und dann so, nein! Oh Mann. Timo, ich habe mein Bestes getan. Unbelehrbar. Das Mehl in meinen Händen ist so langsam zu so Teig geworden. Es ist so richtig fest gummimäßig. Ich hab Mehl verstanden. Warte, das Mehl in meinen Händen ist langsam zu Teig geworden. Das ist voll der tiefe Spruch für so einen Elfen eigentlich. So, und alle müssen mit der Zeit gehen und das Mehl in deinen Händen wird zu Teig mit der Zeit. Mach aus deiner Zukunft. Ich verstehe einfach jedes Mal Mädel, wenn ihr Mehl. Auch Mädel gerade das Mehl in meinen Händen ist. Was heißt das? Ich hab kein anderes Mädel in der Hand. Okay. Ach, das muss ich wieder ein bisschen da reinbringen. Okay, Moment. Was ist denn los jetzt? Okay, ja. Ja, okay. Ihr kommt in die Küche. Wir kommen in die Küche. Was sehen wir? Jerry wirkt doch richtig glücklich darüber. Jerry is happy. Natürlich! Er zieht sich die Maske aus und es ist noch ein Happy. Vielleicht warst du die ganze Zeit der böse Zwilling Barry. Oh Mann! The good old switch. Also ich habe mir schon gedacht, dass viel passieren wird, was ich nicht geplant habe. Aber das. Okay, tschüss. Mm-hmm.